Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Na, ihr Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt alle ein bisschen Spaß und Freude und seid genussvoll eingetreten in die Welt der wunderbaren Bäume. Alter, was geht hier ab? Der T3 Samsäer ist ja die übelste Maschine. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben ein Päckchen Luft dabei. Hammergeil, Leute. Es gibt richtig Bäume hier. Da flattert ihr richtig. Ein Bällchen. Guck mal hier, das ist T1. Kleine. Wow. T3 ist halt riesig. Die Bäume sind auch riesig, gell? Es gibt irgendwo einen Meteorkrater. Das steht fest. Ob wir da jetzt schon drin waren oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir den jetzt erstmal suchen. Dann brauchen wir eine Pulsarquarzquelle. Die gibt es wohl auch noch irgendwo. Also es sind ein paar Kleinigkeiten mit reingekommen in dem Update. Nicht alles, was er sich vorgenommen hat. Deswegen kannst du auch keine Pulsarquarze mehr craften. Eine neue goldene Kiste, das ist mir jetzt nicht so wichtig, die alle zu finden. Aber der Pulsarquarz wäre schon nice, den zu finden und den Krater. Der Krater wäre halt auch gut. Da wir jetzt eine unendliche Zeolithquelle haben, hat er halt gesagt, der Pulsarquarz muss ein bisschen das seltene Erz darstellen, sozusagen. Oh Mist. Noch, ich habe kein Essen dabei. Wasser ist nicht das Problem. Wasser is not the problem. But food is it a little bit, I think. Warte mal. Wir brauchen. Oh. Nehmen wir mit. Frag mich halt nur, wo er das hingemacht hat. Der jetzt hier nicht so aus, als hätte er hier gesagt, hey, da packe ich jetzt mal nur hier. Komm, ja. Noch ein bisschen höher. Sieht das hier anders aus? Ja, ne? Ach, guck mal da. Da hier war der Satellit. Hier sind wir gestartet damals. Das hier sieht definitiv neu aus. Das hier sieht sowas von dermaßen definitiv neu aus. Liegt einfach mal so ein Stückchen Raumschiff. Habe ich jetzt zerlegt eine Heizung? Diesen Heizungen. Wo sind da Heizungen drin? Ich sehen kann. Wie ging es hier eigentlich um die Trümmer? Aber da sind Iridiumstäbe drin. Deswegen nehmen wir das jetzt erstmal mit. Das ist ein Containerschiff. Frachtschiff. What? In Essen zufällig drin gewesen? Nee. Mein Nahrungsniveau ist nämlich kritisch niedrig. Das war es auch schon, hä? Oder kann ich hier noch? Hier kann ich nur lang. Satelliten sind da drin. Das
Sauerstoff ist niedrig, aber hier deswegen. Gib mir den. Echt nur so ein paar Heizungen. Kurz sortieren. Hier Kobalt ist ja eh voll. So. Ja, viel mehr habe ich jetzt hier drin nicht gesehen. Da hinten ist noch eine Kiste. Ist hier was zu essen drin? Nee, aber ganz viele Superlegierungen und Uran und ein Raketentriebwerk und... Die Dinger sind auch voll wichtig eigentlich. Ja. Okay, Alu kann raus. Da haben wir... Alu haben wir einen unendlichen Quell. Geht mir halt langsam aber auch. Oh Mann. Okay, wir brauchen einen Teleporter nach hier hinten. Wir brauchen einen Teleporter nach hier hinten. Wir brauchen Nahrung. Okay, wir fahren jetzt erstmal zurück. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir wissen ja, wo das ist hier. Fahre jetzt hier lang, fliege jetzt hier lang. Dann können wir an der alten Base mal kurz ein bisschen auftanken. Nahrung geht ja nicht ganz so schnell leer, das heißt, wir sollten ohne Probleme noch bis dahin kommen. Okay. Und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir uns dann so einen Teleporter. Dann kommen wir nämlich direkt da hinten ins neue Gebiet. Und ins neue Gebiet zu kommen, ist immer gut. Der Zeolith gibt es da oben auf dem Berg irgendwo, ne? Boah, Alter, das T3-Ding ist ja ein Monstrum. Welcome to the jungle, Alter. Kannst ja die T1er alle ab. Oh, geil. Geil, das wächst hier wie in so einem Hof. Wow. Ey, das ist super cool. Das ist ja mega nice. Leute, ich bin gerade happy. So. Jetzt mal eben. Ja, das finde ich nicht so geil hier, aber... Was willst du machen, ne? So, das hätten wir alles... Naja. Legierungen sind geil. Geil. So. Aluminium, Iridium. Es wird ja ein schöner Tag. Uran, weil ich es gerne mag. Uran ist toll, Uran macht Spaß. Wo sind die Samen hier im Glas? Oh Mann, Leute, ich weiß auch nicht. Manchmal sind so diese Tage, ne? Ihr wisst, wie das ist. Da gibt's so diese Tage. Hat man irgendwie so ein bisschen auch, weiß ich nicht, den Frühling im Bauch. Ach Quatsch, Pflanzen. So. Und noch ein Rocket-Triebwerk. Zwei Raketentriebwerke, Leute. Ja. Rasier mir die Kimme. Das ist geil. Okay, uns wachsen hier ein paar Bäume ins Haus. Aber hey, das ist schön. Wo haben wir Pflanzen da? Teleporter. So, du Lümmel. Nein, da brauche ich drei Pulsarquarze. Und ich habe natürlich... Zwei. Und craften kann ich sie nicht mehr.
Heißt, wir müssen uns auf die Suche nach Pulsarquarzen machen. Und jetzt lass mich mal ganz, ganz wild spekulieren. Pulsarquarze. Pass mal auf, dann nehmen wir aber Osmium. Oh, guck mal, die kosten jetzt einen super Legierungsstab. 2 Iridiumstäbe. Ich nehme mir mal die Ausrüstung für ein Abbaugerät mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Alu. Okay, und was brauchen wir noch? 2 Iridium. 2 Iridiumstäbe. Dann, pass mal auf, machen wir mal eben jetzt, pass mal auf hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Nehmen wir das auch. Und dann machen wir uns nämlich nochmal ein bisschen Luft. Brauche ich nicht immer warten, bis das Ding da unten fertig ist. So. Dann frage ich mich jetzt, ob ich das abkürzen kann durch die... Muss ja auch irgendwo da wieder rauskommen können, theoretisch. Jetzt haben wir erstmal Luft dabei. Und wenn du hast Luft dabei, dann fasst du dir an Ei. Kriege ich mal so Fingerkrämpfe, weil ich trotz Boost auf Sprint drücke und muss ich eigentlich gar nicht. Muss ich eigentlich gar nicht. Weil wenn wir jetzt hier eine Pulsarquarzquelle finden... Ah, das ist über dem Schwefelwasserfall. Ne, sollten wir eine Pulsarquarzquelle finden... Guck mal hier, das ist doch verdächtig. Das ist doch verdächtig, da ist... What? Was ist das? Was ist das? Das ist Zeolit. Das ist doch eine Zeolitquelle. Leute, das ist Zeolit und das geht hier ganz tief rein. Das ist hier von der... Wow, okay. Raketentriebwerk, Raketentriebwerk und das. Und das. Okay, warte mal. Wie baut man Beacons? Titan, Silizium, Alu. Habe ich zufällig ein Alu in der Tasche? Nee. Leider nicht. Warum brauche ich denn jetzt auf einmal ein Alu dafür? Titan. Aber Moment, hier in der Kiste. Irgendwo war hier, die Kiste? Wo war die Kiste? Sauerstoff ist gering, ja. Da war eine Kiste. Ich glaube, hier war irgendwo ein Alu drin. Mehrere. Ja. So, weil dann baue ich nämlich jetzt hier erstmal ein Beacon. Leuchtfeuer, plopp. Und das lassen wir, das machen wir weiß. Kriegen wir das schön weiß hin? Also, müssen wir dann eh auswählen. So. Ein weißes Leuchtfeuer für unseren schönen Zeolit. Dann haben wir das schon mal marked. Markiert, angeleckt und eingesteckt. So, dann gucken wir mal, was gibt's hier?
Hier ist ein Ausgang. Lala. Der Krater. Kommen wir mal runter. Hier gibt's Iridium. Ah, ob da nicht jemand irgendwie was Neues plant? Oh, was ist das? Alles gut hier, ist alles gut. Auf Alu, aber... Dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um meine Startplattform zu bauen, aber die Sicht ist grauenhaft. Von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von 85. Oh, okay. Hoffentlich verzieht sich der Nebel bald. Ich swim aber noch mal hier ein bisschen rum. Ihr wisst ja, wie es ist. Pumpen wir uns mal noch ein bisschen Sauerstoff rein. Pump it. Jetzt gerade sehe ich hier nichts. Er hat halt kein Jetpack und war halt nicht so cool, wie wir es sind, ne? Und so Koordinaten haben wir nicht. Da ist halt noch eine Mauer. Bin ich wahrscheinlich irgendwo ungefähr hergekommen. Da bin ich, glaube ich, rausgekommen, ne? Da ist die Höhle. Ja, ja. Ich brauche Pulsar. Ich brauche quarzigen Pulsarquarz, Leute. Ach, guck mal, hier wäre ich ja vorhin fast schon... Und schon gewesen. Ja, das ist genau die Stelle. Ah, okay. Okidoki. Guck mal, Alu ist hier auch. Wir gehen hier natürlich ordentlich auf Risiko. Gott, hier ist ein Dünger 2, der ist gut, das ist gut, das ist gut. Ein Dünger 1 ist auch gut, eine Pflanze ist gut. Alles so Kleinzeugs natürlich erstmal irgendwie mitnehmen. Okay, also die Zeolithenhöhle hat mir schon ganz gut gefallen. Zeug lassen wir erstmal noch stehen. Da ist das Raumschiff und vielleicht
man hier? So Steinstapel oder was soll das sein? Und hier ist noch eine Osmiumhöhle. Moment, das ist die Osmiumhöhle, die von dem Dings abgeht, okay. Okay, Sauerstoff ist gering. Ich würde sagen, wir treten jetzt erstmal schnell noch die Heimreise an. Sauerstoff Level Critical. Aber wir haben noch. Aber Pulsarhöhle oder so ist halt immer schwierig, ne? Die kann sich hinter so einer Ecke verstecken und dann findest du es halt einfach nicht. Naja, ich werde jetzt erstmal schauen. Ich werde mal abkürzen hier über den Wasserfall. Nämlich dann wesentlich kürzer. Ja, okay, das ist ein Sandfall. Hydration. Ja, Hydration müsste eigentlich noch lang genug halten, um bis in die Dingshöhle zu kommen. Einmal durchs Schwefeltal geflutscht. Das geht schon. Das geht schon, Leute. Also wir haben auf jeden Fall schon mal die Zeolithen-Hauptquelle gefunden. Da oben, das war keine richtige Quelle. Die Zeolithen-Hauptquelle ist da. Die Bäume fressen meine Base, Alter. Aber es ist irgendwie geil. So, warte, jetzt holen wir uns mal eben hier Wasser am Schrank. So, können wir uns auch noch hier eben Körben holen oder hier. So. Einmal die Sortierung bitte. Superlegierungen. Alles einpacken. Ah, hier so Düngerzeug. Osmium. 1, 2, 3. Raketentriebwerke und so. Es ist gerade echt schwierig. Warum habe ich hier so viele Sauerstoffkapseln? Nehme ich die mal mit. Raketentriebwerke können da rein. Dünger kann da rein. Schwarzpulver kann da rein. Superlegierungsstab kommt mit in die Legierungsbox. Iridium. Nee, das ist Silizium. Iridium ist hier. Iridium kommt hier rein. Pflanzen haben auch noch ein bisschen Platz. Es wird halt echt voll jetzt, ne? Ich bin halt ein Sammler. Bisschen Zeolith am Zenit. So. Schwefel können wir noch wegpacken. Haben wir auch noch einen Platz. Oh, hier haben wir jetzt keinen Platz mehr drin. Haben wir im Essensschrank wieder Platz? Ein bisschen. Okay, das heißt, wir können hier schon mal wieder ein bisschen raussortieren. Das kann rein. Viel Sauerstoff brauche ich nicht. So, okay. Ich würde sagen, jetzt wo wir so viel Dünger haben. Sogar einen Stufe 2 Dünger schon da. Aber da brauchen wir zwei Stufe 2 Dünger. Mal sehen. So einen Baumsamenstreuer Stufe 3 könnten wir schon mal nochmal in Angriff nehmen. So ein oder zwei. Gucken wir mal. Ne? Baumsamen haben wir auch genug. Leute, ihr seid sexy. Ich bedanke mich bei allen Menschen da draußen. Wie gesagt, Pulsar... Teleporter können wir erst bauen, wenn wir den Pulsar-Quarz-Quell gefunden haben. Und das wird schwierig, weil wenn ihr die Folge hier seht, bin ich entweder gerade auf dem Weg im Urlaub. Im Urlaub. Meine Tochter ist es Ferien. Für mich ist es halt, ich muss mal nicht arbeiten, habe aber trotzdem zwischendurch immer mal einen Überblick darüber, was passiert. Aber ändern kann ich da nichts. Der Zukunftskreis kann nicht ändern, was der Vergangenheitskreis nicht gesehen hat. Deswegen müssen wir halt gucken, ob wir die finden, die Pulsar-Quarz-Quelle.
Ansonsten, ja, ne, sehen wir uns trotzdem irgendwie beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Also, Leute, macht's gut. Bis dann, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit auch.